Ja, hallihallo, hallöchen, meine lieben Leute. Ich bin zurück, Last Exit 1988, mit dem 43. und zugleich finalen Part des Let's Plays Breath of Fire 3. So, wir sind jetzt hier in der letzten Ebene der Orbitalstation auf dem Weg zu Myria. Da ist jetzt ein Räumchen. Oh, wir werden fliehen. Wir können nicht fliehen. Was für eine Schitte. So, hier wird es gerade düster. Möchte ich gerade eigentlich gar nicht haben. Jetzt kriegen wir hier 3, 4 Attacken ab. Weil die Flucht nicht geklappt hat. Zum Glück klappt das alles nicht. So. Und es wird ein bisschen frostig hier. Aber ich möchte jetzt hier keine Magiepunkte verpulvern. So, jetzt bitte zurück. Ich habe auf jeden Fall offscreen ein bisschen gelevelt. Jetzt ist mein Maximallevel nicht erreicht. Ich bin jetzt gerade auf Level 50. Zumindest mit Rio und Ray. Gucken wir gerade mal. Genau, und jetzt möchte ich gerade mal die Genliste gucken. Hoch, nee. Hier. Oder auch nicht. Okay, alles klar. Muss gerade schon mal schauen. So, und jetzt treffen wir hier auf. Auf wen treffen wir? Auf Mausi. Und Mausi möchte bestimmt die große Tür aufmachen. Ganz bestimmt. Genau, und das macht sie mit einem grünen Laser. So, der finale Kampf steht bevor, auf jeden Fall. Und wir haben auch hier die Möglichkeit, ein gutes und ein schlechtes Ende zu wählen. Ich werde natürlich beide Enden präsentieren. Zuerst das schlechte Ende, ist ja klar. So. Ja, die hat ihren tollen Laser aktiviert und da kommt dann ein Bild, ein Hologramm. Okay, Büchereimodus ist aktiviert und das hat sich irgendwie cool angehört. Jetzt wird das so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, so, was heißt Science-Fiction? Ja, so futuristisch, sage ich mal, wie bei Mega Man X. Sowas könnte man auch in einem Mega Man X-Level einbauen, diese Monitore. So, jetzt fahren wir nochmal runter. Jetzt sind wir ja schon runtergegangen unter dem Labyrinth. Ist nochmal eine untere Etage. Wir sind ja quasi schon im Keller von der Orbitalstation. So. Und hier ist gerade ein bisschen dunkel. Laufen wir ein bisschen. Oh, hier gehen Lichter an, die uns dann den Weg nach links weisen. Und da kommt mal wieder ein Hologramm. Okay, und hier ist dann ein Hologramm einer Dienerin von Göttin Myria. Und dann reden wir jetzt mal mit dem Hologramm. Oh. Wir kämpfen trotzdem nochmal. Brauchen wir aber eigentlich nicht mehr. Oder, ja, komm. Nebelmann, die geben viel Erfahrung. Dafür, dass sie alleine unterwegs sind. Sehr gut. Kein statusverändernder Schlag. Ja, genau wie Rüstung haben die auch erhöhte Verteidigung, bis die Rüstung platzt. Genau, so machen wir das. Rüstung ist gerissen, das heißt, Verteidigung ist wieder runtergesetzt. Sehr schön. Sehr schön. Und gar kein Gnadenstoß, aber gut, brauchen wir jetzt auch nicht zu erwarten. Das sind ja nochmal stärkere Mobs in der unteren Etage. So, was gibt das in Erfahrung? 1700 für einen Mob. So, ich habe auf jeden Fall Lavatier-Leveling gemacht. So, jetzt reden wir mit dem Hologramm. Gut, ja. Okay, ich dachte, ich sollte die anhören. Gut, die sagt uns einfach nur, jo, die heilige Myria erwartet euch schon. Alles klar. Und da haben wir wieder ein Hologramm. Da sind wohl verschiedene. Rothaarige mit einer Krone auf dem Schädel. Mhm. Okay. Myria wollte die Wüste wohl auflösen. Oh, ein weiterer Monitor erscheint. Aha. Okay, also hat Myria die Welt in zwei Hälften geteilt. Auch interessant. Die Wüste des Todes ist die eine Hälfte und die andere, von der anderen Hälfte kommen wir halt her. Genau. Direkt am Engelsturm.
der Abfahrtspunkt so gesehen. Okay, du brauchst mir jetzt nicht nochmal die Gegend hier zeigen, obwohl man sich jetzt durchaus mental von der Welt hier verabschieden sollte. Weil wegen Finale. Ja, wir haben hier einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr hattet auch ein stressfreies Wochenende gehabt. Ich schon. Sportliches Wochenende gehabt. Und dann geht der ganze Trott morgen wieder von vorne los. Wundervoll, nicht? So, das hört sich auch wieder, das hört sich irgendwie cool an, wenn der Monitor ausgeht. So, hier geht es nicht weiter. Ganz nach unten können wir nicht. Da, wo das am Leuchten ist. Aha. Ah, okay. Das heißt, eigentlich kommen alle Menschen von der anderen Seite, von der Wüstenseite. Gehen wir mal hier hingucken. Okay, hier geht es nicht weiter. Hier finden wir auch keine Items. Könnt ihr euch ja gerne mal hier umschauen. Man kann natürlich vermuten, okay, hier könnte es Items geben. Gerade in diesen kleinen, engen, unübersichtlichen Gängen. Daneben aber auch nicht. So, dann gehen wir weiter. Mit der haben wir jetzt gerade gequatscht. Okay, gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier rüber. Und ein weiterer Bildschirm kommt. Eine weitere Übertragung. Mhm. Und ich vermute mal, dass Tipo auch diese Station durchlaufen hat. Und währenddessen dann die Gehirnwäsche bekommen hat. Die er nur mal bekommen hatte. So. Gar bleibt da hinten einfach irgendwie zurück. Scheiß drauf so gesehen. Der teleportiert sich ja sowieso immer zu uns hin. Gut. Ein weiteres Hologramm. Man kennt's. Aha. Und was sind dann die Schutzvorkehrungen? Also, Myria, wie man hier sehen bzw. lesen kann, liebt ihre Menschlein und möchte sie um jeden Preis beschützen. Genau, eine Schutzvorkehrung ist Technikmanagement. Und da sehen wir hier Trödelstadt als wichtiger Angelpunkt dieses Technikmanagements. Weil ja dort dann die Maschinen angespült wurden. Und dann ist ja wieder so eine entlange Cutscene. Okay, gut. Dass keine gefährlichen Waffen entwickelt werden, ist auch wichtiger Bestandteil der Schutzvorkehrung. Aha. Okay, das heißt, man darf nichts Neues entwickeln, nur vorhandene Maschinen reparieren. Wir gehen mal hier oben lang. Alles klar. Und da wieder ein Hologramm. Und da wird auch wieder Krüsserz erwähnt. Auch wichtig gewesen im Let's Play. So, und was bekommen wir jetzt hier für eine Gegend gezeigt? Aha. Also Krüsserz sind fossile Reste des Lebens. Und da kriegen wir hier den großen Drachenschädel aus der Launamine nochmal gezeigt. Wundervoll. Hat ja alles mit so einem Krüsstein begonnen. Und ich denke mal, es wird mit einem Krüsstein enden. Mhm. So, hier gucken wir nochmal ein bisschen. Alles hochtechnisiert. Momo würde hier Spaß haben. Gut, dann gehen wir jetzt hier lang. Genau. Ich bin mal gespannt, wie viele Anläufe ich für den finalen Kampf brauchen werde. Wenn ich mal gucken, ob ich überhaupt hier genügend Inventar habe. Ist das genug Gegenstände? Ja. Gut, alles gut. Heilmittel, Multivitamin. Mondträne, ganz wichtig, 3 Stück. Das heißt, wir kriegen einmal eine volle Aufladung. Klugfrucht, 3 Stück für Ryo. Obwohl er sehr viel MP hat. Er hat ja mehr MP als HP. So, auf jeden Fall haben wir ja sehr viele. Wir haben Wodka-Schuss, 2 Stück. Dürfte eigentlich nichts wirklich schief gehen. So, und dann gehen wir hier auf die Plattform. Und jetzt gibt es keinen Zurück mehr, Freunde. So. Dann gucken wir doch einfach mal. Oh, Prana meldet sich mal wieder. Hat ja auch schon länger nichts mehr von sich gegeben. Und da vorne. Und er zeigt auf das andere Ende des Pranas. Und da erscheint die Göttin.
mit einer unheimlichen Musik, die einen den Schauder über den Rücken kommen lässt. Und natürlich kennst du alle mit Namen. So, und das ist so ein richtiges Die Ruhe vor dem Sturm Lied. Ein unheimliches Musikstück. Eigentlich sieht die Göttin überhaupt gar nicht gefährlich aus, sehr menschlich sogar, aber das täuscht. Und hierbei handelt es sich definitiv um Myria, die Göttin, die ganze Zeit gesucht wurde. Und für die wir Hindernisse überwunden haben, ohne Ende, die Wüste, das Meer. Genau, jetzt erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Irgendjemanden, würde ich sagen, das ist richtig. Genau. Das war ja auch die offizielle Erklärung. Okay, jetzt hört die Musik auf. Was kommt jetzt? Eine Rückblende oder was? Okay, ja, die Hälfte liegt halt in der Wüste. Gut, ist halt normal. Haben wir jetzt auch schon des Öfteren gesagt bekommen. Und jetzt beginnt die unheimliche, gruselige Musik von vorn. Oha. Ich mache so den Tipp. Ladet euch das Lied mal irgendwie auf Handy, Kopfhörer rein und dann geht ihr mal abends unbeleuchtet auf den Friedhof und lasst das dieses Lied mal spielen. Ich glaube, das kommt ganz gut. Das kommt ganz gut. Oder halt eine dunkle Gasse, eine schlecht beleuchtete. Könnte aber auch gut passen zu einer, ich würde sagen, ausgestorbenen Stadt, in der keiner mehr lebt. Ein bisschen die Lichter flackern noch, der Reststrom fließt. So, genug gefachsimpelt hier, genug Situation erzählt, zu denen das Lied passen würde. Okay, Ray stellt das hier gerade fest, was Myria eigentlich vorhat. Okay, und sie stimmt ihm sogar noch zu. Also sie möchte ihre Menschlein um jeden Preis beschützen. Was natürlich der Menschheit ein wenig die Selbstständigkeit nimmt. Ein wenig mehr. Genau. Das sind dann halt die Motive, die wahren Motive der Göttin. Eigentlich keine verkehrten Motive. Nur halt, wenn der Schutz gewollt ist, dann ist er dir in Ordnung. Aber ich würde sagen, der Großteil der Menschen, die wollen diesen erzwungenen Schutz gar nicht haben. Aber ist halt vergleichbar mit dem Vogelkäfig. Genau, und da möchte sie uns überreden, dass sie uns weiterhin beschützen darf. Oh Gott, oh Göttin, meine ich. Genau, da wurde ja auch gerade schon von erzählt, dass man potenziell Waffen erfinden könnte. Genau, jetzt kriegen wir hier nochmal etwas über Kertschan erzählt. Und so sah die dann vor der Zerstörung wohl aus. Oder? Nee. Also Kertschan war mal auf jeden Fall belebter. Ja, und dann wurde sie unter der Wüste begraben. Myria konnte sie nicht beschützen. Hat deshalb wahrscheinlich auch irgendwo Gewissensbisse. Ja, denke ich auch. Bestätigt sie gerade indirekt, denke ich mal. Naja. Oh mein Gott, das ist richtig einmal der Klimax kommt jetzt noch. Genau, also wenn wir jetzt die Brutkraft aufgeben würden, würde er sein Leben auch auf Eden fristen, so wie das eigentlich bei Tipo vorgesehen war.
Oh, er ist der Erste, der sich gegen die Göttin auflehnt. Also er ist da gar nicht an den, er ist gar nicht wirklich an den Schutz der Göttin interessiert, wie man hier an seinem Verhalten erkennt. Sogar gar, der immer positiv über seine Göttin gelabert hat. Momo, die werden alle aufmüpfig. Also wenn Gar sowas schon macht, dann soll schon was heißen. Dann kann man natürlich sich nur dem Rest der Gruppe anschließen. Und ebenfalls aufmüpfig werden. Aha. So, und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt hast du hier unsere klare Kante gehört. Was sagst du denn dazu? Genug, meine Kinder. Uiuiui. Super. Okay, was macht sie jetzt? Oh. Sieht aus, als ob sie jetzt jeden hier wegteleportieren möchte. Mit ihrer Power. Alles klar. Das heißt, Erinnerungen sollen gelöscht werden und dann werden sie wegteleportiert. Das war auch nicht nett. Naja. Und das stimmt Rio, wie man hier sehen kann, auch nicht gerade milde. Nina wird wegteleportiert. Und jetzt ist wahrscheinlich noch Gar dran und danach Peko. Und dann soll Rio da alleine stehen. Denke ich mal, so ist das vorgesehen. Jo. Pjung. Und weg. Ja, ist natürlich blöd. Und was passiert jetzt? Ach, Peko reagiert. Oh, was macht Peko denn? Peko sorgt dafür, dass die Gruppe wieder dort erscheint. Cool. Das kann die Terrorzwiebel also. Auch trotzdem hasse ich Zwiebeln. Ändert sich nichts daran. Also er ist eine kleine Powerzwiebel. Und er kann sogar ganze Sätze sprechen. Nee. Ach, und er ist sogar die Verkörperung von Yggdrasil. Okay. Ja, da sieht man nochmal, dass es eigentlich gar nicht so eine üble Person ist, weil die lässt auch, weiß ich nicht, die lässt diesen Eindruck nicht zu, dass das so eine Tyrannin ist. So meiner Meinung nach. Also die macht jetzt keinen tyrannischen Eindruck. Oh, und da fliegt der Text wieder aus der Textbox quasi raus. Ja, da hätten die Leute vielleicht mal ein bisschen gucken sollen. Die Entwickler. Naja. Okay. Oh, und sie lässt uns jetzt sogar die Wahl. Wir können entscheiden. So, dann gucken wir mal, was wollen wir tun. Jetzt wollen wir uns auf jeden Fall für zwei Varianten entscheiden. Aber erstmal reden wir mit unseren Leuten, sobald wir uns hier bewegen können. Genau, wir können uns ja, wie gesagt, entscheiden, ob wir die Macht aufgeben, die Macht der Brut, oder ob wir die Macht der Brut behalten und auf uns allein gestellt sind. Oh, jetzt betet sie für uns. Ach du Scheiße, schon wieder Text außerhalb der Text. Oh, Mann! Puki Rio. Okay. Naja. Ja, weiß man nicht, ne? Das wird man dann sehen. Ja, sie hat natürlich die größten Zweifel von der ganzen Sache. Aber sie besteht darauf, dass Rio kein böser Drache ist. Passt schon. Okay. Ja, sie ist da eher so optimistisch veranlagt vom Verhalten her. Aha. Alles klar. Und dann reden wir mal mit Gar. Okay, ihm scheint es scheißegal zu sein, weil er nur über seine eigenen Taten erfahren wollte.
Aha. Aber er vertraut Rio. Er vertraut der Göttin nicht. Und jetzt reden wir mal mit Ray. Ja, und er hegt auf jeden Fall, wie man hier lesen kann, einen Groll. Aufgrund von Tipo. Ja, okay. Das ist natürlich die negative Antwort hier. So, jetzt machen wir hier mal einen Safe State, weil jetzt müssen wir uns entscheiden. Was machen wir? Aufgeben oder auch nicht? Okay. So, jetzt nehmen wir natürlich erstmal gleich eine bestimmte Antwort. Na komm. Ja, ja, red nicht so viel. Da kommt dann ein Herzschlag. Ja, wir können ja wählen. Wir nehmen die Aufgabe der Macht. So. Genau. Jetzt unterwirft er sich der Göttin. Okay. Genau, ich habe richtig gewählt. Und jetzt wird Rio wohl von ihr wegteleportiert. Und jetzt redet sie ihm noch ein. Das hat eine schöne, tolle, angenehme Entscheidung gewesen. Ist wundervoll. Na klar, weil natürlich kampflos, ne? Hat er zwar seine Freunde gerettet vor einer mit Wüste bedeckten Welt, aber gut. So, und da kommen wir dann ja, aus freiem Willen. Naja, da sind wir jetzt auch wieder auf Eden, auf der Ebene Eden. Dort soll Rio sein Leben lang bleiben, sein Dasein fristen. So, und da hört diese idyllische Musik auch direkt auf. Und ein antiklimatisches Ende erfolgt hier. Genau. Und da haben wir dann das schlechte Ende, das negative Ende. Ja, und das war es dann mit dem Let's Play von Breath of Fire 3. Das war das Finale. Hm, natürlich nicht. Wir machen ein Load State. Also das ist das negative Ende gewesen. So, und jetzt nehmen wir die zweite Entscheidung. Was dann bedeutet, dass wir gegen die Göttin kämpfen müssen. Genau, bla 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 bla. Das kennen wir ja, das Geblubber jetzt. Bla 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 bla. So, wir entscheiden uns für den eigenen Weg. Genau. Haben wir auch zu viel für erlebt. Und natürlich 18 Drachengene gesammelt. Da gebe ich doch die Macht nicht auf. Genau. Und Antibo, der einzig vernünftige Weg. Richtig. Dann können wir uns nicht mehr frei auf der Welt bewegen. Ja, wir sind da bewusst. Wir sind uns da bewusst. Dann wird man unser Feind. Genau. Noch schön schlechtes Gewissen einreden. Und sie gibt uns sogar nochmal die Gelegenheit, uns umzuentscheiden. Aber wir stehen dazu. Wir stehen zu unserer Entscheidung und tragen die Konsequenz. Und jetzt geht die unheimliche Musik wieder los. Tja. Ja, möchte man behaupten. Aber was ist denn mit deiner Macht? Ne, ich glaube, dir scheint es auch zu Kopfe gestiegen zu sein. Wenn man denkt, man muss Menschen um jeden Preis beschützen. Auch wenn sie das nicht wollen. Genau. Okay. Genau, Käfig. Habe ich ja auch vorhin schon erwähnt. Das Wort Käfig fiel. Ist ein guter Vergleich auch.
Alles klar, dann zeig uns mal, wie du die beschützen willst, die Welt. Die Musik ist übrigens so eine Variante, eine unheimliche Variante von der Musik von Kertschan. Oh, oh, oh. Tja, jetzt ist vorbei. Jetzt gibt es keinen zurück. Ja, dann versuchen wir mal, weh zu tun. Kurz ein bisschen einatmen, kurz tief durchatmen. Okay, und jetzt müssen wir drei Leute wählen, aber wir belassen das hierbei, weil ich möchte jetzt nicht die drei hier mit reinziehen oder zwei von den dreien. Deswegen, ich habe extra das Team hier einetabliert. Und wir gehen auf Angriff oder auf Abwehr, mir ist das egal. Nö, wir machen Abwehr. Abwehr ist, glaube ich, ein bisschen intelligenter. Die Kampfstellung. Okay. So sieht's dann aus. Mhm. Ja, dann erhebt man deine Waffen. Gut. Gut, dann leg los. Mach nicht so viel Palaver, leg los. Wir essen zeitig. Okay, wer zur Furie. Jetzt geht's los. Jetzt macht die Göttin ernst. Oh! Jetzt wird sie eher zur Dämonin, ja. Hat sie ja gesagt, zur Furie werden. Verschwindet. Dann von der Bildfläche vorerst. Oh, das hat sich ein bisschen unheimlich angehört. Puh. Auf jeden Fall gibt es jetzt keinen Zurück mehr. Ich mache auch direkt gleich mal ein Safe State, wenn der Kampf beginnt. Noch zwischendurch. Und so sieht Myria dann in ihrer ja, Furienform aus. Und jetzt beginnen wir endlich den letzten Kampf dieses Let's Plays. So. Oh shit, ich hätte mich eigentlich vorher mal aufladen müssen. Und wir fangen direkt an. Ne, ich möchte gerne einen Extrazug für Rio haben. Und Rio macht einen Schildbuff. Und Gar greift einfach mal an. Oh, das sieht aber ekelhaft aus. Da platzt die Bauchdecke auf. Scheiße. Die Musik ist übrigens cool. Ist auch wieder so eine Kertschan-Variante, aber die Kampf-Variante so gesehen. Schildbuff sollte dir auf jeden Fall sprechen. Ein bisschen Verteidigung ist ja nicht verkehrt. Und ich glaube, Rio und Gar kriegen gleich mal so ein bisschen Heilung verpasst. Wunderbar. Guter Schaden. So. Und jetzt gehen wir in die Drachenform. Warte mal, war das? Ewigkeit, Strahlen und Trance. Kostet 53 AP, ist natürlich ein teurer Spaß, aber muss ja gemacht werden. Und Gar gibt sich jetzt ein Vitamin. So, Tempo ist gut dafür, dass Rio eventuell einen Extrazug bekommt. Steht immer dieses EX oben an dem beim Namen. Böses Auge, och nee. Und dann auch nur auf Rio. Aber hat ihn nichts ausgemacht und er verwandelt sich in den Kaiser. Da wollen wir drauf hinaus. So, Super Saiyajin Rio hat das Feld betreten. Mit blonden Haaren und allen drum und dran. So. Und jetzt gehen wir hin. Oh, er kann sogar... Er kann sogar seine Fähigkeiten einsetzen, das ist gut. Und jetzt geben wir ihm mal einen Wodka-Schuss. Wodka-Schuss erhöht die Power. Und wir machen einfach mal Gedankenschwert. Einfach mal gucken, was das kann. Heilig. Okay, ich glaube... Scheiße. Da sind die Buffs wieder aufgehoben durch. Oh, sehr gut. Wodka-Schuss gibt ein bisschen Kraft. Hoffentlich macht ihr jetzt gleich nicht nochmal heilig. Oh, das war ein Mindo Sword.
Hat er gesagt auf Japanisch. Okay, hat leider nichts gebracht. Können wir direkt vergessen. So ein bisschen auf... ein bisschen müssen wir auf die Magiepunkte achten von Rio. So machen wir das dann. Genau. Immer schön die Buffs erneuern. Von Zeit zu Zeit. Haben wir schon relativ guten Anfangsschaden hinzugefügt. Okay, sie macht Inferno, Flächenschaden. Muss ich gerade mal schauen, wie viel dazu Schaden zufügt. Nicht so viel, das ist gut. Man sieht den, ja gut, man sieht guten Schaden. Sehr schön. Sehr schön, das ist gut. Okay. Machen wir mal Kaiserhauch. Und mal ein bisschen Mjölnir-Action. Wollen ja auch mal ein bisschen Ray beanspruchen. Und der Kaiserhauch in Action. Der Drache sieht auch cool aus. Pjong! Und? Oh, das ist auch sehr guter Schaden. Machen wir ein paar Mal auf jeden Fall. Den Kaiserhauch. Das sieht unheimlich aus. Und es schädigt nicht wirklich, aber lässt die Leute erblinden. Okay, wir müssen direkt ein Heilmittel einsetzen. Okay, wie viel hat er? Ach, okay, das passt ja noch. Wir brauchen direkt mal ein Heilmittel. Hallo, da, Heilmittel. Dafür haben wir die Dinger ja. Und direkt den nächsten Kaiserhauch reinhauen. Ich meine, die hat 20.000 Hitpoints. Deswegen wird das ein sehr langer Kampf. Ja, fast 1.000, das ist wunderschön. Kann sich natürlich entsprechend ein bisschen ziehen. Bosheit. Fuck. Ah, jetzt ist gar auf... Ey, du Sack. Ich dachte, du bist geschützt gegen Statusänderungen. Blöd Arsch. So. Ach nee, stimmt. So geht das ja. Aber wir geben ihm gleich mal einen Klugsame schon mal. Und vor allen Dingen kriegt er jetzt einen Wodka-Schuss von gar verpasst. Vor allen Dingen, der kostet nichts, der Kaiser auch. Das ist immer das Schöne daran. Wir können hier gut durchpowern. Pam! Ja, 870, sehr akzeptabler Schaden. Und? Sehr schön. Rache vielleicht? Schade. So, und gleich kriegt Gar erstmal eine Runde Heilung verpasst. Und jetzt gleich geht's ein Full Power Kaiserhauch. Würde ich sagen. So. Huch. Ich denke mal, Ray ist zuerst dran. So machen wir das dann. Und Gar greift dann volle Möhre an. Ist immer gut, wenn das gelingt. Gleich gibt es auf jeden Fall einen Klugsame. Für Rio. 719, gut. Passt auch noch. Oh, scheiße. Der setzt ja die anderen beiden... aus. Dadurch setzen die anderen beiden ja aus. Okay. Aber wenigstens hat er den angegriffen. Schön, schön. Okay. Ich glaube, eine Klugfrucht wäre besser als ein Klugsame. So machen wir das dann. Okay, Scirocco. Auch nicht gut. Auch Flächenschaden. Aua. Aber ich habe doch einen Wodka-Schuss bekommen. Der müsste eigentlich mehr Schaden zufügen. Oder gilt das jetzt erst? Ja, nee, irgendwie nicht. Seltsam. Naja. Ray hat angegriffen. Sehr gut. So, die Magiepunkte ein bisschen erneuern. Ganz wichtig, damit die Drachenform aufrechterhalten bleibt.
Ray wird wieder gesund, schön. So, Ray, du gibst jetzt gar erstmal ein Multivitamin. Weil er ist erschwächelt. Ja, und einen Klugsame kriegt er jetzt von Gar. Passt schon. Und der nächste Kaiser auch wird reingedonnert. Okay. Jetzt ist der Schaden scheinbar wieder normal. Und jetzt werden die Debuffs wieder aufgehoben. Okay. Nicht schlimm. Ist auf jeden Fall ein verschwendeter Zug. So. Gibt sie erstmal wieder 20 MP plus. Alles klar. Kaiserhauch. Ray gibt jetzt sich jetzt selbst erstmal ein Vitamin. Halt da, bitte. Obwohl, wir machen jetzt erstmal ein Safe-Set. Wir sind ja relativ stabil gerade, was das angeht. Und Ray bekommt ein Heilmittel. Ja, mach du mal heilig. Ich habe jetzt eh keine Buffs gerade aktiv. Mach du mal. Und der gute Kaiser auch. Die nächste Runde. Läuft ja ganz gut soweit. Ja. So, jetzt ist wieder eine Heilrunde angedacht. So. Eigentlich ist Erblindung ja auch eine Statusänderung, gegen die ich ja einen Gegenstand habe. So. Ne, wir greifen einfach an. Okay, Würfel. Wir versuchen einfach mal einen Würfel. Mal gucken, was das macht. Oh, jetzt kriegen wir den Angriff ab. Räch dich doch mal, Mensch. Räch dich. Schade, wäre gut gekommen. Mysteriös für die Gegner. Mhm. 690, ja, das ist egal. Schöner Schaden, passt schon. Ray macht ja auch nochmal ein bisschen Schaden mit. Okay. Was bewirkt das jetzt? Nix. Gefühlt. Okay, Knochenbrecher können wir noch nicht anwenden. Okay, bis auf den Spieler 3 Züge Stopp. Ist auch ein kleiner Notfallgegenstand. So. Ne, wir greifen einfach ganz normal an. Und wir haben keine Buffs aktiv. Hahaha. Von daher wieder verschwendet. So, gleich kriegt Rio nochmal eine Klugfrucht. Sehr schön. Immer feste drauf auf die Göttin. Fast wieder 100 bekommen. Oh mein Gott. Das läuft doch wie geschmiert, muss ich sagen. So. Du gibst Rio bitte eine Klugfrucht und Gar greift an, weil sein Schaden macht mich auf jeden Fall zufrieden. Stellt mich auf jeden Fall zufrieden. Okay. Jetzt kriegen wir ein bisschen Inferno ab. Juckt uns sogar gar nicht mal so extrem. Ich muss gerade mal gucken, wie viele Klugfrüchte. Ich meine, zwei habe ich danach noch. Ne, eine noch, ne? Okay, gut. So, wenn Rio nicht mehr kann, übernimmt Ray. Und zwar in Form des Werttigers. So. Herrlich. So, Kaiser auch mal wieder. Ich mache dann einfach mal so, der Schaden des Kaiserhauchs ist ja abhängig von der Energie. Holocaust. Oh, oh, das Gesicht schmilzt. Eieieieiei, das sieht nicht schön aus.
Die Attacke hat auch keinen schönen Namen. Oh, sie macht auch keinen schönen Schaden. Also sie macht einen schönen Schaden, aber nicht schön für uns. Gleich ist wieder Heilung angesagt. Ja. Definitiv. So, komm. Einmal draufhauen. Sehr schön. Ja, nehmen wir jetzt am besten mal zwei Multivitamine. Und zwar für Ray und Gar. Ich denke mal, die brauchen die auf jeden Fall. Puh. Also läuft eigentlich besser, als ich mir das geplant habe. Als ich mir das gedacht habe. So. Gibt natürlich auch eine unkontrollierbare Form des Kaiserdrachen. Aber bringt mir nicht viel. Weil ich möchte doch Gewalt über meine Attacken haben. So. Heilrunde. 304, ja. Ist auch geil, mit so wenig HP gegen so eine Gewaltstellen. Gegen so eine brachiale Kreatur. So, wir machen wieder ein Save State. Obwohl, wir greifen jetzt einfach mal an. Haben wir noch einen Wodka-Schuss vielleicht? Nee. Oh, eine Klogfrucht haben wir noch. Setzen wir auch gleich mal ein. Und schon wieder diese Holocaust-Attacke. Was man die überhaupt so nennen durfte. Vor allen Dingen auf Deutsch. Naja. Gut, dann haben wir den nächsten Kaiserhauch. Zack. Ich spam hier einen Kaiserhauch nach dem nächsten. Und normale Angriffe, sehr schön. Oh, als ob die Verteidigung nachlässt. Ja, würde ich sagen, ne? Kaiserhauch. Ja, Klugwurf kommt gleich. Oh, gesunden. Oh, sie heilt sich. Um wie viel heilt die sich? Ja, um 300, es geht. Also, das, was sie verloren hat, kann sie definitiv nicht gegenheilen. Schon mal gut. Und das kriegt sie jetzt auf jeden Fall wieder abgezogen, so gesehen. Jo, 700 Schaden. Klasse. So, jetzt könnt ihr gerne mal ein paar Crits reinhauen. Okay, jetzt gibt es definitiv eine Klogfrucht. Die letzte. Und dann hört sich auch unheimlich an, dieses dieses Geräusch. Boah, und sowas an einem Sonntag. So ein Kampf am Sonntag. Unglaublich. Ich würde gerne mal wissen, wie viel HP die jetzt noch hat. 830 Schaden. Ja, gut. Aber es geht ja noch ein letztes Mal weiter mit der Klogfrucht. 100 Mana-Punkte regenerieren. So. Ja, mein Team scheint ganz gut trainiert zu sein. Ja, nehmen wir nochmal Multivitamin. Obwohl, ne, wir können jetzt erstmal Vitamin nehmen für Ray selbst. Und für Gar. Und ich kann euch einen Tipp geben, spart nicht an Gegenständen. Verballert alles, was ihr da habt. Jede Menge Vitamine habt ihr dann im Regelfall ja gekauft. Verbraucht die so gut ihr könnt. Nicht sparen, danach kommt eh nichts mehr vom Spielinhalt. Nichts Neues zumindest. Und zack. Erstmal eine reingedonnert mit 800 Schaden. Schön, schön. So, und jetzt gibt es erstmal wieder Heilung. Die Musik ist auch viel besser als beim letzten Kampf von Breath of Fire 2 gegen Death Evan. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen frisch von der Energie her. Und jetzt können wir leider nicht mehr regenerieren, also Mana regenerieren. Das heißt, wir machen jetzt Waffenangriffe.
Bosheit. Dieser Knochenhaufen. Ach du Scheiße. Ray ist wieder. Ray ist wieder verwirrt und blind. Wenigstens hat er gar nicht getroffen. Das heißt, Ray bekommt gleich ein Heilmittel verpasst. So. Na super. Okay. Boah. Junge, Junge, Junge. Okay, Heilmittel für Ray. Schon mal ganz wichtig. Und wieder die Attacke mit H. Gibt dann halt auch eine Phase, wo die das dann öfter einsetzt. Bin ja mal gespannt, ob YouTube das zulässt. Dass das Video bestehen bleibt. Aufgrund des Namens. So. Der nächste Kaiser auch. Fast 700 Schaden, okay. Sehr schön. Wenigstens nicht getroffen. So, und jetzt gibt es Heilung für alle. Beziehungsweise für Ray und für Gar wieder mal. So, letzte Runde für den Drachen. Ich mache hier einen Safe State. Obwohl, Vitamin reicht, glaube ich, aus. So geht das dann. Tod. Dagegen müsste ich einen Schutz haben. Also. Ja, gut, wollte ich doch sagen. So, der letzte Kaiser auch. Und dann übernimmt Ray. Dann übernimmt Ray das Ruder des Schadenausteilers. Dann löst er sich dann halt ab. Dann löst er halt Ryo ab, so meine ich das. Wundervoll. Puh. So, Ryo, leider ist jetzt rum. Leider ist seine Zeit rum. So. Obwohl, Ray kann jetzt noch ein bisschen Magie verpulvern. Möchte gerne einen Extrazug haben. Und Ryo kriegt jetzt mal zur Abwechslung ein Vitamin. Hat ja schon länger kein Heilig mehr eingesetzt. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen buffen. Na? Tod. Okay, mal gucken. Gar müsste dagegen auch eine Immunität haben. Gut, hat er sogar. Schön, schön. Und gleich ist erstmal Schutzbuff. Okay, 136 Schaden, bin ich zufrieden mit. So möchte ich das gerne haben. Verballern den letzten MP noch für Buffs. So guten Schutz wie möglich. Ein bisschen Tempo-Buff. Ray ist in der Regel eh immer schneller dran als Ryo. Und die Attacke mit H kommt wieder mal. Boah, sieht das ekelhaft aus, wie das Gesicht dahin schmilzt. Pfui. Au, 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 au. So, so. So machen wir das dann. Okay, der hat glaube ich nicht so viel Glück, was das angeht. Scheiße! Oh, nicht scheiße. Gut. Wir müssen aber unbedingt gleich Ray heilen. Wäre natürlich strategisch besser gewesen, wenn wir das, wenn Gardat auf Ray gemacht hätte. So. Safe State. Nochmal Schutzbuff. Ja komm, Ray gibt sich selbst ein Multivitamin. Und Gar attackiert.
Setz jetzt bloß nicht heilig ein. Brauchst jetzt auch nicht mehr machen. Bosheit. Oh, jetzt hat es auch noch Rio erwischt. Aber passt schon. Ray hat jetzt wieder volle HP. Scheiße. Verwirrt. Naja. Komm, Rio, du machst jetzt hier ein Heilmittel auf. Weiß nicht, auf Ray? Ja. Ne. Jetzt ist gut. Jetzt möchte ich gerne in den Vertiger-Modus gehen. Und dann müssen wir halt regelmäßig hingehen und Einfluss einsetzen. Und die Haarattacke wieder mal. Oh Gott. Shit. So. Jetzt kommt der nächste Verwandlungskünstler dran. Gegen die Schlangengottheit. Gegen die Schlangengöttin. So. Ach, verkloppt euch doch nicht gegenseitig, Leute. So. Jetzt machen wir nochmal den Schutzbuff. Und Gar gibt jetzt die Vitamine. Das heißt 100 HP für alle. So, keiner ist mehr vergiftet und keiner ist mehr verwirrt. Obwohl Rio ist noch vergiftet. Scheibenkleister, das ist nicht gut. Oh, das ist echt nicht gut. So, jetzt müssen wir unbedingt Gar wieder beleben. Wir haben die Vitamine noch, das ist nicht gut. Ausgerechnet jetzt. So. Gar kriegt auf jeden Fall gleich ein Multivitamin. Oh oh. Ja, das kann jetzt zum Punkt werden. Ach du Scheiße. Zwei Verwirrte. Raven wieder gesund. Gut. Aber bringt trotzdem nichts. Ich kann da eh nichts machen. Okay. Multivitamin, das letzte für Gar. Ach du Blödmann, du. Ja, jetzt kann das sein, dass die kurz vorm Abnippeln ist, weil die hat jetzt öfter einsetzt. Ach fuck. Da wäre ein schöner Treffer gewesen. So, du regenerierst dich mal bitte komplett und dann heilst du mal deine Kumpanen. Gut. So geht das dann. Aber wenigstens hat er gut Verteidigung. Jetzt setzt sie halt jede Runde ein. Auf dass ich mich ja nicht mehr davon erhole. Ah, und das hat leider gewirkt. Zumindest von der Blindheit her. 502 Schaden. Alles klar. Okay, jetzt muss ich mal mit Rio unbedingt Einfluss einsetzen. So. Und Gar, gib bitte, bitte, bitte Krokodilstränen an Ray. Stellt SP und Status wieder her. Sehr gut. So laufen wir zumindest nicht Gefahr, angegriffen zu werden. Boah, du machst mich fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Überlebt beide bloß, Ray und Rio. Oh ja. Da kommt die... Oh ja, sehr gut. Da kommt die Krokodilsträne ja schon mal sehr gut. Okay. Ich dachte, stellt SP und Status wieder her, komplett. Okay. Gut. Gut, jetzt machen wir das mal so. Wir nehmen das Standglas, das Stundenglas. Und halten den Gegner mal für 3 Züge auf. Okay, das heißt, dass Rio jetzt K
gerade der alleinige Charakter ist, der einzige Charakter ist, der agieren kann. Und das heißt, wir nutzen jetzt die Zeit, um ein bisschen zu heilen. Kann ich Knochenbrecher machen? Immer noch nicht. Scheiße, ey. Warte mal, nee. Mondträne war der Gegenstand. Gibt SP und Status zurück. Ach so. Mondträne, ganz wichtig. Ja, so machen wir das dann. Das heißt, wir haben hier einmal eine komplette Vollheilung vom Status und vom, vom Gesundheitszustand her. So. Und jetzt buffen wir uns noch mal. Sehr gut. Und jetzt können wir uns hier wieder frei bewegen. So machen wir das dann. Wundervoll. Gut, Scirocco dürfte jetzt eigentlich nicht so viel Schaden zufügen. Aber diese Bosheit, boah, das ist echt für den Arsch, diese Attacke. Pfui Dive. Komm. Oh, und wir haben gewonnen. Und es ist ironisch, dass Ray den Todesstoß versetzt hat. Aufgrund der Geschichte mit Tipo. Also er hat ja den größten Groll gegen die Göttin gehegt. Und er hat dann den Todesstoß überbracht. Und die Göttin ist platt. So gesehen. Wir haben gewonnen. Jetzt schreit ihr da so ein bisschen durch die Gegend wie so eine Furie. Nochmal? Schreist du nochmal ein bisschen rum? Ne, kommt kein Schrei mehr. Und jetzt sind wir hier wieder gelandet und jetzt ist auf einmal Nina in der Truppe. Sollte wohl so vorgesehen gewesen sein, dass Nina mitkämpft. Tja, für Ryu ist es erst der Anfang, okay? Genau, es war eine lange, schwierige Reise tatsächlich und ein langes, schwieriges Let's Play. Oh, und jetzt kommt, was kommen muss. Die Orbitalstation fällt wohl in sich zusammen. Und das Leben des Wächters endet hier. Löst er sich auf oder was passiert jetzt mit Gar? Ja, da haben wir ja relativ gut haben wir den Kampf gemeistert, ohne dass wir neu starten mussten und so was. Und was passiert jetzt mit der Göttin? Tja. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Und dann gucken wir mal. Oh. Was macht eine Gottheit, wenn sie an sich selbst zweifelt? Sie betet zu Gott, ist klar, ne? Oh, und da taucht dann Days auf, die blauhaarige Schlangentussi, wo sie herausstellt, dass das ihre Schwester ist. Aber wenigstens haben wir sie nicht getötet. Ich würde mir auch als schwierig vorstellen, eine Gottheit zu töten. In die Schranken weisen, ja, aua. In die Schranken weisen, ja, aber töten, naja. So, da ist jetzt hier alles am Einstürzen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall abhauen. Mal gucken, ob wir das noch selber steuern. Nee. Ja, Gar kommt schon mal nicht mit. Gar ist zu Stein geworden. Aha. Puh. Freunde, das ist ein harter Kampf gewesen. Da habe ich echt teilweise geschwitzt und gedacht, jo, jetzt wird meine Truppe fertig gemacht. Aber ich habe alle Register gezogen. Und da kommt auch schon der Alarm. Ist auch wieder bei Capcom-Spielen eigentlich üblich, dass dann so eine Selbstzerstörungssequenz ausgelöst wird. War bei Resident Evil ja eigentlich nicht anders. Oh, 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 oh. Und das soll uns jetzt hier am Entkommen hindern? Ich glaube nicht. Sagen wir Mausi haben.
Ja, und Momo hat schon den Fluchtweg vorbereitet. Okay. Endlich mal positivere Worte. Und die beiden gehen jetzt zusammen mit ihrer, mit der Orbitalstation unter oder was? Okay, und dann kommt da noch mal so eine kleine Schockwelle, so eine kleine Druckwelle nach unten und droht, die Plattform zu treffen. Okay, gut. Hat auf jeden Fall Aua gemacht. Und was passiert nun? Das sehen wir dann. Da liegt auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall, steckt ein Schwert im Sand. Zerbrochen. Hat die Truppe das überlebt? Auf jeden Fall Fußspuren zu sehen. Ich glaube, die Truppe hat das mit knapper Not überlebt. Da läuft auch schon Rio durch den Sand. Ja, von jetzt an wird die Welt wohl in einer unendlichen Wüste versinken, laut der Prognose von Myria. Jetzt trifft sich die Gruppe wieder. Die Sprites sehen anders aus. Ein bisschen größer halt. Mehr detailliert. Detaillierter meine ich. Kommt dann noch ein Dialog? Ich denke schon. Sind das denn schon die Credits? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall endet damit das Let's Play von Breath of Fire 3. Will ich auf jeden Fall gleich noch ein paar abschließende Worte äußern, wie man das von mir gewohnt ist. Und so endet die lange Reise von Rio, Nina, Ray, Ga, Momo, Peko. Momo sitzt da schon erschöpft und Ray in einer coolen Pose und jetzt schauen sie in die weite Welt hinein, in die Wüstenwelt. So. Und was passiert? Nö, das ist bestimmt nicht alles gewesen. Ach, jetzt bekommen wir hier ein eingesungenes Ending. Da wird YouTube bestimmt wieder Urheberrechtsansprüche geltend machen wollen. So, da sind dann die Credits. Japanisches Anime-Feeling kommt hier auf jeden Fall auf. So, und damit endet das Let's Play von Breath of Fire 3. Über 3 Monate hat das gedauert, habe ich mir auch sehr schön Zeit gelassen für. Und somit ist Breath of Fire 3 dann offiziell das längste Let's Play, beziehungsweise das Let's Play mit den meisten Parts auf meinem Kanal. Ich glaube, Secret of Mana hat von der Netto-Zeit her länger gedauert, weil ich ja auch eine längere Pause mal eingelegt habe. Aus gesundheitlichen Gründen damals. Aber jetzt möchte ich gerne hier den Gesang lauschen. Bis gleich. Ist die Overworld Map eingesungen. Also das Lied der Overworld Map. Das zweite.
So, und damit endet das Let's Play von Breath of Fire 3, dem dritten Teil der Breath of Fire Serie, einer der besten Videospielereien, die es gibt. So, was haben wir jetzt? Da steigt eine Art Wurzel oder Zwiebelchen aus dem Boden. Ist das Peko? Nö. Es ist eine Pflanze. Wunderbar. Und da haben wir jetzt das Ende, steht da jetzt auf Deutsch. Und da haben wir definitiv das positive Ende erreicht. Ja, zweimal können wir rein theoretisch Rio noch begleiten auf seiner Reise. Danach fällt das, glaube ich, nicht mehr wirklich ins Retro-Thema. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Gab natürlich Stellen, wo ich gesagt habe, yo, nicht so toll. Aber das überwiegt nicht. Das hat auf jeden Fall nicht überwogen. Ja. Und da haben wir wieder mal ein Projekt zu Ende geführt. Jetzt können wir danach eigentlich noch ins Feendorf gehen, weil da einige neue Features verfügbar sein werden. Aber am Inhalt wird jetzt nichts mehr Neues kommen. Ja, wir können natürlich noch mal gegen die Göttin kämpfen, bla bla bla. So oft wie ihr wollt, könnt ihr das machen, wenn ihr das durchgespielt habt. Aber ist ja eigentlich nicht sinnstiftend, würde ich sagen. Die Meisterliste habe ich jetzt auch nicht voll gemacht, also es ist kein 100% Run gewesen. Ich wollte einfach nur den Content durchspielen. Ja, da war auf jeden Fall ein Projekt, welches mir sehr viel Freude bereitet hat, welches sehr viel Spaß gemacht hat. Euch hoffentlich auch. Huch, was passiert jetzt? Jetzt können wir, genau. Die Textbox sagt auch, jo, ich kann mein Spiel jetzt speichern und, ja, ich speichere jetzt einfach mal. Allein schon, weil ich es kann. Und da ist das sogar dann in Gelb und Ende. Puh, und jetzt kommt dann bestimmt wieder das Intro in Neu. Jo. Machen wir einfach mal so. Gucken wir mal, wo wir hier anfangen. Wir können auch ein neues Spiel anfangen, wenn wir das wollen, aber will ich gerade gar nicht. So. Jetzt möchte ich in Ruhe meine Abschiedsworte für diese Woche, für dieses Let's Play veräußern. Und wir fangen hier in, also wir machen hier weiter in Dragnir. Okay, gut. Ja. Da würde ich doch einfach mal sagen, es würde mich freuen, wenn ihr das Projekt fleißig schaut, fleißig kommentiert, fleißig abonniert, nur nicht fleißig onaniert. Das macht er bitte privat, das wollen wir nicht. Dann wünsche ich euch doch auf jeden Fall einen angenehmen Sonntag, einen angenehmen Start in die kommende Woche. Ja, für den Februar ist es dann erstmal gewesen mit Let's Plays, weil ich da überlegen möchte, an welchem Projekt ich als nächstes arbeiten werde. Wird auf jeden Fall ein bisschen leichtere Kost, wie nach jedem längeren Projekt. Da möchte ich euch doch mal sagen, bis bald, bleibt gesund, wascht euch die Hände und lasst die Hände über der Bettdecke. Ja, bis bald, euer Last Exit 1988. Tschüss.